So, jetzt springt er auf das Fahrzeug, fährt auf die Haube und springt von hier auf den Schwebebalken. So. Jetzt geht der umgedrehte Weg, es ist natürlich schon etwas schwieriger. Circa 2 Meter vom Schwebebalken bis zur Motorhaube. Feuert ihn richtig an, dass er den Absprung schafft, denn er muss den freien Flug bis auf die Motorhaube bringen. Oh! In einer Heute muss er natürlich auch aufpassen im Bremsweg, der ist mein Natürlich hier an der Grenze von der Länge von der Piste her, wenn er das in Hockenheim macht, oder? Machen kann, geht nur wenn er richtig Grip am Vorderrad hat.